Seit Monaten wusste der Bereich von Nadia Abed El-Farag nicht, wo es war. Aber jetzt ist der 58-Jährige zurück und gibt zum ersten Mal ein Interview über den Bericht über die vermischte Person auf Instagram. Mit einer Warnung nach dem Verschwinden spricht sich Nadel zum ersten Mal 17. Nadel-Umgebung war besorgt. Die 58-Jährige hat seit 4 Monaten jede Spur vermischt. Später spricht Nadel jetzt auf. Bilder aus dem Grund soll der TV-Moderator Nadia Abed El-Farag alias Nadel seit 4 Monaten verloren gegangen sein. Ein mutmaßlicher Freund, die Hamburger Eingeborene, behauptet dies. Aber nach einer Woche spricht Nadel jetzt auf und warnt, was überall auf Instagram geschrieben ist, glauben sie nichts. Die mutmaßliche Freundin soll ihre Identität in den sozialen Medien gestohlen haben und persönliche Dokumente wie Farag Bank Details besitzen. Für ein Jahr war es in allen Social Media Plattformen um Nadia Abed El-Farag ruhig. Dann ein Zeichen des Lebens in ihrem Instagram-Account. Ein Foto von sich mit einem jungen Mann namens Daniel erscheint in ihrer Zeitleiste. Nein, nicht nur ich, wir möchten, dass sie sich monatelang in Kontakt treten, lieber Nadia. Aber nachdem Nadel letzte Woche in Hamburg gesichtet wurde, wurde der Ex von Pop-Titan Dieter Bohlen der Ex-Sprecher des Pop-Titan Dieters meine Person. Der Moderator warnt auch, was überall auf Instagram geschrieben ist, glaube nichts. Glaubst du, Nadel war Opfer eines Cyberkriminellen? Ja, die Geschichte klingt sehr bizarr. Ich denke ja, aber alles ist ein bisschen schwammig. War Nadel Opfer eines Cyberkriminellen? Wie die Hamburger gebürtige Eingeborene weiter erklärt, vermischt sie nicht, sondern absichtlich eingetaucht. Also fühlt sie sich verfolgt und bedroht von der angeblich so besorgten Freundin, die sie auf Instagram sucht. Wie der frühere Manager der 58-Jährigen sagte, sie soll Opfer von Cyberkriminalität geworden sein. Der Mann namens Daniel soll ihre Identität in den sozialen Medien gestohlen haben. Er hat auch persönliche Dokumente wie die Farag Bank Details. Es gibt eine bestimmte Person, die Artikel auf ihrem Facebook, Konto in Instagram, Konto in Nadias Namen veröffentlicht, er hat ihre PIN von der Bank, er hat seine Dokumente. Als Manager-Fortsetzung wollte Nadel nun nach Zivilrecht gegen Identitätsdiebstahl handeln, sich weiter vom Rampenlicht der Öffentlichkeit fernhalten. Hier findet sie Hilfe, Mr. Office Polizei erkannt im Nationalen Zentrum für Cybersicherheit Erleuchtung Cyberkrimen Police, CH Schweizer Kriminalitätsverhütung.